Moin, einmal hier in einem kleinen Schnelldurchlauf würde ich einmal den Controller von Moment für die Nintendo Switch zeigen. Das Ganze lässt sich auch am Computer anschließen, wenn man einen entsprechenden Empfänger hat. Der wird nicht mitgeliefert, aber das ist, denke ich, auch nicht primär für diesen Controller. Ich habe mich hier für das matte, schwarz, komplett schwarze Modell entschieden. Und ja, also es ist so, wie man es erwarten würde. Wir haben die beiden Joysticks, wir haben Steuerkreuz, wir haben unser Plus- und Minus-Tasten. Wir haben unsere Home-Taste, wir haben hier unsere Kreistaste und wir haben hier eine Toggle-Funktion, da kann man eine Kombination einprogrammieren. Benutzt man ehrlich gesagt nie, das ist auch ein bisschen blöd. Und hier haben wir unsere anderen Tasten, wir haben hier einen leichten Hochglanzeffekt, hier haben wir unseren Ladeanschluss, Ladezeit ist auch voll in Ordnung, Anschlagtasten sind einwandfrei. Genau, und wenn wir das Ganze einschalten, tun wir das über die Home-Taste halten und wir sehen auch hier unten, wie bei den normalen Switch-Controllern eine Leuchte und wenn wir verbunden sind, zeigt er uns das auch an. Ich werde jetzt hier einmal rüber switchen. Ich habe hier jetzt einfach provisorisch den kleinen Bildschirm hingestellt, weil man das hier besser sehen kann. So, und wir können direkt sehen, der Controller hat sich schon verbunden. Das geht ganz einfach in den Einstellungen. Und wenn ich jetzt hier einfach die entsprechenden, ups, das sieht aus. Und so. Und die entsprechenden Tasten drücke dreimal und kommen wir auch direkt ins Menü. Funktioniert einwandfrei. Für die, die sich fragen, wie man diese Geräte von einem Zweithersteller koppelt, gehen einfach hier in die Einstellung vom Controller. Oh, jetzt haben wir hier so eine Spiegelung, ist wunderschön. Und gehen einfach auf so Reihenfolge ändern, also den obersten lassen ihn suchen, drücken dafür hier auf dem Controller die Home-Taste und dann verwendet sie das Ganze von ganz alleine tatsächlich. Und ja, also ich finde diesen Controller durchaus akzeptabel, der Preis ist auch in Ordnung. Ich habe tatsächlich gesagt, ich bräuchte das, die entsprechenden Controller haben, statt die Joy-Cons für Super Smash Bros. Abende und Mario Kart, man kennt es. Ich finde, mit solchen Controllern lässt es sich wesentlich besser spielen als mit den klassischen Joy-Cons. Und habe, muss ich gestehen, auch unterschiedliche Hersteller gewählt, weil ich nicht jetzt viermal bzw. dreimal einkaufen wollte von einem Hersteller und da das Risiko eingehen wollte, dass sie dann alle Mist sind. Deswegen habe ich mich ein bisschen breiter gestreut. Und ja, ich muss sagen, bisher bin ich mit denen, die ich habe, hier tatsächlich zufrieden, auch wenn sie alle ihren eigenen Stil haben. Der hier auf jeden Fall aber vollkommen in Ordnung. Anschläge sind sauber, es ist kein wackeliger Stick dabei. Ja, also wie gesagt, hier kann man nicht viel falsch machen und vielleicht hilft es dem einen oder anderen